Hallo, meine Liebe und herzlich willkommen in der neuen Woche. Es ist ein weiterer Magic Monday. Und ja, wir haben die Woche sozusagen beendet letzte Woche mit dem Thema Scham, was auch einiges bewegt hat und, glaube ich, auch einiges in Bewegung gebracht hat. Und insbesondere, weil es so ein Thema ist, über das wir so selten reden, beziehungsweise wir wissen, dass die Scham existiert und wissen nicht so genau, wie wir da rauskommen. Und ich würde diesen Impuls, oder ich nicht würde, sondern ich tue es, ich widme diesen Impuls am Magic Monday nochmal dem Thema Scham, und zwar auf einer anderen Ebene. Denn wir hatten das beim letzten Mal, ging es so ein bisschen darum, und das ist der Impuls zu sehen, dass Scham ja sowas ist wie so ein Korsett, was uns einschnürt. Das ist so ein Bild, was ich gerne habe, oder so eine Rüstung, die sich um uns legt, von der wir denken auf den ersten Blick, dass sie uns schützt. Und gleichzeitig ist es im Kern eigentlich so, dass wenn sich diese Rüstung um uns legt, sie uns auch daran hindert, uns frei zu bewegen. Denn mit so einer wenn man so an so eine Ritterrüstung denkt, die beschützt uns zwar vor Einschlägen, und gleichzeitig können wir uns gar nicht frei, tanzend, flexibel durch die Welt bewegen. Genau das Gleiche gilt für ein Korsett. Das macht eine wahnsinnig tolle Figur und es hilft uns, in eine gerade Haltung zu gehen. Und gleichzeitig ist das Korsett so dieser Moment des, ich kann nicht richtig durchatmen. Also ich komme gar nicht erst ins Atmen, in die Bewegung. Und wir haben ja quasi theoretisch jederzeit die Chance, sowohl die Rüstung als auch das Korsett beziehungsweise den berühmten Keuschheitsgürtel abzulegen. Das Interessante ist, da nochmal hinzugucken, was passiert eigentlich, wenn wir das tun. Also in dem Moment, wo wir uns bereit erklären, diesen Gürtel, das Korsett, die Rüstung, das auch immer abzulegen, was ist eigentlich die Konsequenz? Denn manchmal ist es genau das, was uns davon abhält, aus diesem Schamkorsett, aus dieser Schamrüstung auszubrechen. Denn was uns auf der anderen Seite erwartet, das ist die Freiheit. In dem Moment, wo wir Frieden quasi mit uns selber und in uns selber finden, können wir aus der Rüstung raus, denn wir sind in Frieden. Und aus diesem Frieden können wir in die Freiheit gehen. Und aus dieser Freiheit können wir in Führung gehen, das heißt vorangehen. Oftmals auch einfach als ein erleuchtendes Beispiel dafür, wie sich Frauen in dieser Welt bewegen können, wenn sie frei von Scham und von Einschränkungen sind. Was gleichzeitig auch passiert ist, und das ist das, wo wir ganz oft nochmal hängen, ist, dass wir falsche Loyalitäten aufgeben und dass wir Verantwortlichkeiten gehen lassen. Das heißt, in dem Moment, wo wir in Frieden mit uns selber gehen, die Scham also ablegen, ermächtigen wir uns. Denn wir geben nicht mehr dem anderen oder der Gesellschaft oder bestimmten Personen die Macht, über uns zu entscheiden und zu werten. Und damit sage ich mich an einigen Stellen auch einfach wirklich los von jemandem. Und es kann sein, dass das manchmal das Momentum ist, wo wir uns noch nicht trauen, rauszugehen. Denn wenn ich zum Beispiel als Kind immer wieder bestimmte Sätze gehört habe, mitbekommen habe, die mir eingebläut wurden, dann ist das sozusagen in mir drin. Ich habe das als Familienwahrheit vielleicht übernommen. Ich habe das in mein System übernommen. Ich habe das implementiert. Und in dem Moment, wo ich das gehen lasse, diesen Glaubenssatz, das, was dahinter steckt, verlasse ich auch in einem Schritt das System, werde ich vielleicht dem Glauben meiner Eltern gegenüber untreu, bin ich der Beweis dafür, dass die Dinge doch anders sind, dass Frauen sich eben nicht für XY schämen müssen, dass es mich nicht beschämt, wenn, dass ich mich nicht mehr zurückhalte, dass es mir eigentlich besser geht, wenn ich mich aus dieser Rüstung, aus dieser Einschränkung befreie. Und ich hatte den Satz, am Freitag hatten wir ihn schon, und ich benutze ihn immer wieder, weil er so kraftvoll ist für mich. Jedes System ist so krank wie die Summe seiner Geheimnisse. Und in dem Moment, wo ich die Geheimnisse lüfte, wo ich mich öffne, wo ich diese Rüstung aufmache und sage, guck mal, das ist eigentlich darunter, lüfte ich die Geheimnisse, heile mich selber, komme in Frieden und fordere damit natürlich auch das System, in dem ich mich befinde, Familie, Freundschaft, Beziehung, Gesellschaft, auf, darauf zu reagieren. Denn das kann man sich so vorstellen wie so Zahnräder, die alle ineinander greifen. In dem Moment, wo ein Zahnrad anfängt, anders sich zu bewegen,
bedeutet das auch, dass alle anderen Zahnräder sich irgendwie anders bewegen müssen. Denn wir gehen raus aus Loyalitäten, aus falschen Loyalitäten, aus überflüssigen Loyalitäten, denn wir finden unser Zuhause in uns selber, diesen Frieden in uns selber und nicht mehr den Frieden dadurch, dass wir nach außen hin den Frieden wahren oder den Frieden mit anderen wahren. Das hört sich vielleicht abstrakt an. Vom Gefühl her ist es wirklich dieses, das einfach mal sacken zu lassen und natürlich auch meine Neugier zu erfahren, was sagst du zu diesem Gedanken? Und in dem Moment, wo wir frei sind und uns quasi ermächtigen, können wir unser Leben leben. Und als Beispiel, das muss gar nicht so sein, ich sage das immer, das ist gar nicht so notwendig, das ist besser, es ist gar nicht immer notwendig, dass wir dann in das Riesengroße gehen. Und selbst in unserer Umgebung, jede Frau, jeder Mensch, der sieht, wie wir uns befreien, ist inspiriert und wird berührt davon und kann das als eigene Inspiration mitnehmen. In dem Moment, wo ich die Scham gehen lasse und sozusagen aus dem Schambein wieder auf den Venushügel steige, wie die Königin auf den Thron, um in diesen Bildern zu bleiben, in dem Moment fange ich an, in eine andere Energie zu gehen. In dem Moment befreie ich mich. In dem Moment hat das andere keine Macht mehr über mich und damit ermächtige ich mich. Und ein Punkt, was ich gerade hatte, dass es uns davon abhalten kann, diese Scham zu lösen oder aus der Scham, diesen beschämenden Situationen rauszugehen auf Dauer, ist, dass wir zum einen diese Loyalitäten gehen lassen und zum anderen bedeutet es auch, dass wir Verantwortung gehen lassen. Das heißt, wir übernehmen die Verantwortung für uns selber voll und ganz und erkennen, dass wir hier und jetzt selber entscheiden können. Und das bedeutet, es gibt keine Entschuldigung mehr. Denn all das, was passiert, das liegt bei mir dann, in dem Moment, wo ich da durch bin. Und es bedeutet gleichzeitig, dass ich als Frau in meine Macht gehe. Und das ist auch so ein Thema, wo ganz viel getriggert wird, einfach historisch auch gesehen. Das muss noch nicht mal in diesem Leben sein. Wir sind, und das sagt die allopathische Medizin und die Epigenetik, wirklich über die 7 Generationen an Erbinformationen, an Erlebnissen, an Traumata, physisch und psychische Traumata, Emotionen sind auf unseren Genen, sind sozusagen in unserer DNA gespeichert. Ich rede immer von der physischen, von der psychischen und auch der spirituellen DNA, die in uns steckt, die mit der Erzeugung von beiden Linien sozusagen in uns reingegeben wird. Und wenn dort die Information ist, dass Frauen in Macht Gefahr ist, dass Frauen in Macht nicht gut ist, dann fällt es uns schwer. Dann ist es vielleicht gar nicht so einfach, in diese Macht zu gehen. Das heißt, es geht gar nicht so sehr dann um die Scham als solches, sondern um das, was dahinter steckt, wofür die Scham manchmal auch Mittel zum Zweck sein kann. Das heißt, sie hält mich davon ab, in meine Macht zu gehen. Denn wenn Frauen in Macht gehen, dann werden sie verbrannt, dann werden sie umgebracht, dann werden sie ausgestoßen, was auch immer das ist. Und es kann sein, dass sich das jetzt so anfühlt, als ob dieses Thema auf einmal riesengroß wird und gleichzeitig sind es wirklich diese Komponenten, wo wir einmal reinspüren dürfen, wo wir reingehen dürfen und auch nochmal so einen zweiten Gedanken denken dürfen, wenn es gerade um das Thema Scham geht. Wenn du also merkst, du fühlst dich herausgefordert oder du kommst irgendwie aus so einem bestimmten Schamding nicht raus, nochmal genauer zu gucken, halte ich hier gerade eine Loyalität zu jemandem? Versuche ich gerade weiterhin loyal zu jemandem zu sein? Und wozu ist das eigentlich gut? Was bringt mir das? Und ist das was Sinnvolles gerade? Und nochmal zu gucken, an welchem System hänge ich? Und was ist es vielleicht, was mich abhält, woraus sozusagen zu gehen? In welchem System möchte ich weiter sein? Wo habe ich Angst, dass ich danach vielleicht abgelehnt werde? Und wenn du dadurch bist, nochmal zu gucken, okay, das ist dann klar, man kann sich da... Es gibt Systeme, kann man sich durcharbeiten, nur mal diese Fragen schon mal so mitnehmen. Und dann nochmal zu schauen, okay, und wenn ich jetzt all das lösen könnte, was wäre die Konsequenz, wenn ich in meine Macht gehe? Was würde das bedeuten und welches Gefühl kommt dann hoch? Und damit hast du so 3 wirklich machtvolle Schritte und kraftvolle Schritte, um nochmal das Thema Scham ganz anders zu beleuchten. Denn das kommt natürlich von außen auf uns und manchmal haben wir es sozusagen schon mit der Geburt aufgesogen und es ist in uns mit, es ist uns quasi immanent mitgegeben worden. Und diesen Impuls nochmal zu nehmen, denn wir nähern uns diese Woche dem Vollmond, ein magischer Moment,
Und passend dazu gibt es halt am Samstag, genau nach dem Vollmond, wo wir wunderschön ins Gehen, nach dem Vollmond sozusagen, ist es ja wirklich so, was darf jetzt gehen, was darf sich lösen, gehen wir in Feminine Freedom. Das ist am Samstag in Hamburg, am 3.3. nachmittags. Es gibt auch noch Plätze. Und da für dich vielleicht diese Woche auch einfach mal zu schauen, diese drei Fragen zu gucken, wenn es um das Thema Scham geht. Wenn manchmal geht es nur darum, im ersten Schritt überhaupt darüber zu reden. Sharing is caring. Teilen ist heilen, sage ich immer so gerne. Im zweiten Schritt, wenn du merkst, da hängt noch was, wo bin ich loyal? Dann zu gucken, welches System traue ich mich nicht zu verlassen? Und im vierten Schritt wirklich dann zu schauen, woher kommt die Angst oder der Unwille oder die Unsicherheit, in meine Macht zu gehen? Und da zu wissen, du kannst all dieses, das kann man alleine schaffen, das muss nicht sein. Und immer wieder auch zu merken, wir sind nicht wir als Individuen, wir sind Teil eines Systems, wir sind Teil einer Gesellschaft, wir sind Teil einer Ahnenreihe. Und all diese Elemente können, dürfen, werden sich zeigen, denn sie stecken in uns, sie sind in uns, sie sind in unserer Zellerinnerung und in unserem Inneren. Und dich da gerne mal zu trauen, hinzugucken, denn ich weiß, wenn so ein Thema erstmal da ist und dann möchte man sich vielleicht gerne von der Scham befreien und sagt, ich will da jetzt raus, da darf jetzt was Neues kommen. Und dann hängt es. Und dann hängt es und dann hängt es. Und zu wissen, es liegt nicht an dir. Sondern es kann manchmal einfach sein, dass dort Dinge sind, die sozusagen in Anführungsstrichen größer sind als unser persönliches Thema. Und da gerne nochmal hinzugucken. Ich hoffe, dass dieser Impuls dir gefallen hat. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und diesen Impuls am Magic Moon Day vielleicht für dich auch mit in die Woche nehmen kannst. Du kannst dir einfach nochmal eine Liste machen von all diesen Scham-Themen, die du mit dir rumträgst und dann nochmal in diese 3-4 Fragen reingehen und zu gucken, Mensch, auf welcher Ebene hängt der Scham oder hängt die Scham eigentlich? Und so nach und nach diese Rüstung zu öffnen und wieder als stolze, starke Königin, Repräsentation der Göttin, deinen Platz auf dem Venushügel einzunehmen. Und von dort aus auf all die anderen Venushügel zu blicken, auf den all deine Schwestern nach und nach Platz nehmen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Start in die neue Woche. Ich freue mich, von dir zu hören, was dich bewegt an dem Thema Scham und was dein Aha-Moment aus diesem Impuls ist. Teile es gerne mit mir in der Gruppe im Shivolution Sisterhood oder hinterlass einen Kommentar. Und ja, freue mich von dir zu hören. Und in diesem Sinne wirklich trau dich, in deine Macht zu gehen, denn du bist so viel machtvoller und größer und kraftvoller, als du es vielleicht jetzt bewusst hast. Und dennoch ist es in deinen Zellen und in deinem Wesen. In diesem Sinne, tune into your soul and listen with your heart in Sisterhood von mir zu dir.